Auf den ersten Blick sieht dies wie eine gewöhnliche Wohnung in Belgrad aus. Viele aus Russland und Belarus leben in solchen seit Russlands flächendeckendem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch Blumen, Unterstützungsbotschaften und eine elektronische Fußfessel zeigen schnell ein anderes Bild. Die Realität des belarussischen Aktivisten Andrei Hnyot. Der Werberegisseur und Journalist kam vergangenes Jahr nach Belgrad. In Belarus liegt ein Haftbefehl wegen angeblicher Steuerhinterziehung gegen ihn vor. Nun soll er von Serbien ausgeliefert werden. Hnyot und sein Team gehen eher von einem politischen Motiv aus. Er war 2020 bei den Protesten gegen Präsidenten Alexander Lukaschenko vorne mit dabei. Journalist who used to work during protests was detained, arrested, tortured, and many of them, I think more than 50 or even more than 100 person, they are still in Belarusian prisons. Das oberste Gericht in Belgrad hat bereits entschieden, dass Hnyot nach Belarus ausgeliefert werden soll. Der Aktivist hat Berufung eingelegt. Am 27. August soll die Entscheidung kommen. Er weiß, was ihm im Falle einer Auslieferung bevorsteht. Tortures and probably death through tortures, because we have at least 12 cases of unexpected death of people who died with unexpected conditions, but they was healthy, and all that people was political prisoners. Der Anwalt für Menschenrechte Nikola Kovacevic erklärt, dass europäische Länder nur selten Menschen an Russland, Belarus und China ausliefern. Es besteht das Risiko der politischen Verfolgung. Zamolnica Belorusije prema Srbiji da se Andrej Hnjot izruči, maska koja za cilj ima da dođe do njega i da mu samo kasnije sudi za krivična dela koja spadaju u kategoriju oni protiv ustavnog uređenja. Zapravo sve te optužbe koje se njemu stavljaju na teret stavljaju se sa ciljem da bi se vlasti koje u rukama imaju ljude poput Andreja Hnjota. Viele Kritiker Lukaschenkos werden in Belarus willkürlich verhaftet und gefoltert.